Gut, also wir haben heute Übungen zu quadratischen Gleichungen, meist mit PQ-Formel zu lösen. PQ-Formel, wissen wir, das ist die allgemeine Lösung für die allgemeine Formel. Die könnte zum Beispiel heißen, x Quadrat, was weiß ich, plus 12x minus 16. Nehmen wir die so, ist gleich 0. Wie gehen wir da ran? Was machen wir? Ich erinnere an PQ-Formel. Auswendig hier hinschreiben, die ja heißt x01 und 2, wegen der zwei Lösungen ist minus p halbe plus minus Wurzel aus p Quadrat Viertel oder p halbe in Klammern zum Quadrat, ist egal, minus q. Jetzt aufpassen, was machen wir? Wie gehen wir bei? So, das ist jetzt als solches nicht schlimm. Wir haben ja einfach gesagt, wir legen immer mit Vorzeichen unser p fest, unser q fest. Am besten, man schreibt es sich wirklich raus, weil gar zu gerne werden dann irgendwelche Abschreibefehler gemacht. Die allgemeine Lösungsformel, die schreibt man vorher nochmal hin, setzt dann ganz ruhig ein. Minus mal Minus ist Plus, deswegen kann hier bei p Quadrat Viertel nichts anderes Schlimmes herauskommen. Ich kann auch sagen, p halbe in Klammern zum Quadrat. Also das hier, die minus 6 mal minus 6 ist 36 und so weiter. Und wenn man dann nicht weiterkommt und sagt, die Wurzel aus 52 kann ich so nicht ziehen in diesem Fall, schreibt man es so hin. Minus 6 plus Wurzel 52 und x02 ist minus 6 minus Wurzel aus 52. Aber im Allgemeinen werden Aufgaben so gestellt, dass die eben direkt lösbar sind. Kommen wir zu einem nächsten Ding. Gut, was ist, wenn ich zum Beispiel habe eine Gleichung der Form 4x minus 2,5 in Klammern mal 1/2x plus 17 in Klammern ist gleich 0. Dann Achtung, nicht ausmultiplizieren, das wäre viel zu umständlich und dann mit PQ-Formel kriegt man alles raus, weiß ich. Aber dieses Ding nennt sich Linearform. Linearfaktorenform eigentlich. Warum? Weil, wenn ich gucke mir, die Lösung ist klar, das ist nicht weiter schlimm. Ich muss beide Klammern entsprechend 0 setzen und kriege dann x01 und x02 raus. Aber wenn ich mir vorstelle, hier stünde y ist gleich, dann sieht man, dass das eine lineare Funktion ist. Ne? Y ist 4 mal, ich lasse mal das x0 mal in diesem Fall weg, 4x minus 2,5. Das sieht ungefähr so aus. Minus 2,5 hier unten, ersten Punkt und dann 1 nach rechts, 4 nach oben, also ein ziemlich steiler Graph. Daher auch dieses Wort Linearfaktorenform. Ich habe zwei lineare Gleichungen eigentlich da eingebastelt oder verbastelt. Und dann kommt man dann weiter, also das entsprechend 0 setzen und dann klappt es auch. Ganz kurz vorgeführt, man sagt also 4x minus 2,5 ist gleich 0. Und ich kann auch hier getrost dran schreiben, das ist mein x01. Jetzt plus 2,5, der übliche Tralala. 4x01 ist dann 2,5 und jetzt teile ich das alles noch durch 4 und x01 ist demzufolge 2,5 Viertel. Ist hässlich, 25 Vierzigstel ist besser, ne? Und dann kann man, nanu, oh, das ist Pech. Na, dann müssen wir jetzt erstmal unterbrechen.